Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village hier aus Tiergame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in Hausen. Und gerade noch den Hirsch durchs Bild laufen sehen. Hübsch ist er ja, Kapital. Aber hier wird ein neues Feld entstehen und ich hoffe immer noch, dass es rechtzeitig entsteht, bis wir wieder alles bepflanzen können und so weiter und so fort, weil da so der Flachs drauf entstehen. Und die anderen Felder sind alle eingestellt, ne? Korn, da, Kartoffeln, alles klar. Wir haben ja noch ein bisschen rumgerätselt, wie groß so ein Feld sein darf. Und für einen Mann ist es auf jeden Fall 10 mal 19. Und da hätte ich jetzt gesagt, 20 mal 19 geht auch, aber ich glaube, das war hier bloß 19 mal 14, ne? Ist ja klar. Gut. Wir werden sehen, was dabei so rumkommt hier. Hier hinten sind natürlich jede Menge Tiere unterwegs. Guck mal an, du. Schön. Da hat es echt noch jede Menge Tiere. Lohnt es sich vielleicht doch noch hier hinten einen Jäger hinzustellen? Der mit zwei Mann arbeitet? Könnte man machen, ne? Momentan würde ich ja sowieso sagen, dass die Jäger ein bisschen wenig zu tun haben könnten, weil wir ja da ein bisschen, dass die wirklich nur, ne, kleinsten Bereiche was machen können. Also den Sammler müssen wir wahrscheinlich endlich mal irgendwann hier noch auslagern, dass er da oben ist, weil er hat ja hier nichts zu sammeln. Dann können wir das hier noch nutzen für einen weiteren Hackplatz oder keine Ahnung, vielleicht kriegen wir da auch noch ein Mannfeld in da reingedrückt hier. Na, das wird schwach. Das wird nicht gehen, nee. Na, wir werden sehen. Das aber erst, glaube ich, denke ich mal, nächste Saison oder sowas. Also nächstes Jahr, damit wir dann dort was bekommen. Mich ärgert immer noch der. Eigentlich ärgert mich jetzt mittlerweile der Hafen, dass ich ihn da schon hingebaut habe und dass ich da so viele Ressourcen für verschwendet habe. Aber gut. Sei es wie es sei, nun ist es so. So, gut. Wir gucken jetzt hier mal ein bisschen zu noch. Wo ist hier noch ein Köhler angegangen, ne? Hier, genau. Und die Hackmeister, die sind hier fleißig am Holz hacken. Wie viel haben wir denn eigentlich von dem gehackten Holz im Lager? Vielleicht könnten wir das Ding nochmal ausbauen. Das Holz haben wir 1500 mal am Lager, das ist eigentlich jede Menge noch. Sollte sich ganz gut eigentlich ausgehen. Zwei Bauarbeiter sind hier oben noch beschäftigt mit dem Feld, aber das sollte sich auch bald beendet sein. Und dann müssen wir mal irgendwann, glaube ich, dann doch versuchen, sowas zu machen, dass wir denn irgendwo eine Fläche haben, wo wir geplant ein Dorf erstellen. Mit den Bewohnern, mit den Feldern und so weiter und so fort. Und dass das dann da ein bisschen geordneter aussieht. Weil das sieht ja jetzt, das sieht aus wie ein Flickenteppich hier. Mein ist klar. Ist mein generell überhaupt mein erstes Spiel überhaupt. Ich bin überhaupt stolz, dass ich bis ins Jahr 10 schon durchgekommen bin. Ohne dass mir hier jetzt hier größere Katastrophen oder sowas widerfahren sind. Obwohl ich schon wieder natürlich jetzt mit einem etwas sehr sorgsamen Auge auf den Bestand des Gemüses schaue, da das wirklich auch extrem abnimmt immer noch. Ne? Also wir müssen natürlich dann da auch dafür dann wahrscheinlich noch mal irgendwie was Besseres finden wir. Vielleicht eventuell noch ein bisschen. Er schläft hier, weil er hat keine Holzkohle. Ne? Momentan liegen aber noch ein paar Holzkohle wieder im Lager, da könnte er sich welche holen. Na, mal gucken, ob er das auch tut. Ansonsten kann er ja auch erstmal aufhören, weil er hat ja nochmal 5 Eisen und wir haben, ja, doch, die besseren Werkzeuge sind natürlich auch ratzfatz gegangen. Wo ist jetzt unser Schmied? Wie hat der? Oh, da mal ein Autosave mal wieder. Random. So, der hat ja noch 3 Schüsse liegen. 5, 8 kann er noch machen dann also. Obwohl, jetzt ist er hier wieder am Arbeiten. Ja. Also das wird schon wieder laufen. Immer ganz gut in den Gang gehalten. Also hier hinten könnte man echt noch eine Jägerhütte hinstellen, ne, dass die dann hier so den Bereich überwacht. Und dann die Jägerhütte hier runterholen, dass die dann hier ein bisschen zwar näher dran ist, aber dann auch nur noch den Bereich überwacht. Und die Jägerhütte hier bleibt da erstmal in der Ecke, die ist ja schon unten. Dann könnte man nämlich theoretisch die Jäger runterstellen auf 5 Mann oder sowas, dass wir dann hier sagen, okay, der kriegt dann, der hat das hier zu überwachen, dass da hier nichts ist. Machen 2 Mann, weil er da noch was zu tun hat. Das machen 2 Mann und der hier hinten kriegt auch bloß 2 Mann nur noch. Weil denn hier hinten 3 Mann rumlaufen, die dann. Ein bisschen vielleicht bringen sie ja, aber wirklich noch zu überwachen. Also das ist halt eigentlich die Jägerhütte.
Hier ist es mit einem Mann vollkommen ausreichend. Ne? Hier ist, hast du schon gar kein Team mehr gesehen. Reichen hier zwei Mann aus auf dem Zippel. Warte mal, das werden wir mal durchorganisieren. Wenn diese Yachthütte mal ein bisschen nach unten setzen. Haben wir das noch hingebaut? Weil ich nicht mehr, ne? Wo sind wir jetzt? Frühlingsbeginn. Oh, jetzt müssen wir aufpassen mit dem. Die Leute da drauf kriegen und hier müssen wir. Das ist noch nicht fertig. Okay. Da fehlen noch vier Arbeitsschritte. Aber das sollte sich gleich gegeben haben hier, ne? Vier Arbeitsschritte, ja. Warte mal, dann gehen wir mal kurz rein der. Die pfeifen dich mal zusammen und dann arbeitest du vielleicht ein bisschen schneller. War vielleicht auch zu wenig gemacht, das wird auch ein bisschen selber gemacht haben oder sowas, ne? Das könnte natürlich auch sein, dass das vielleicht noch ein bisschen hilft oder ein bisschen besser dann läuft. Wenn wir hier nämlich das noch gleich ein für Flachs und wenn das dann die Temperatur erlaubt, der Schnee geht ja jetzt langsam aber sicher weg. Du hier? Und zum Haus. Hallo? Nö. Nichts mehr essen zum Haus. Uah, schwindelig bei. Du gehst jetzt mal ganz schnell hier hin und dann. Hier, bauen. Muss fertig werden. Das muss aber langsam mal fertig sein eigentlich. Jetzt ist es fertig, sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt hier Bedarf für eines da und dann machen wir hier drauf Flachs. Okay. 545 Flachs. 544. War nicht schlecht. Mal 19, 10 mal 20 ging nicht, also 200 waren es nicht, ne? 200 waren aber gleich 2, ja, gut. Das glaube ich so am effektivsten, wenn wir dann solche Felder mal machen. Vielleicht müssen wir das auch nochmal umändern hier, dass das zwei solche Felder wären. Ja, dass wir das dann ein bisschen besser organisieren und dann hier noch den Bauern wieder in die Nähe stellen, naja, gut. Eine Obstplantage wollten wir noch eine öffnen eigentlich, ne? Das hatten wir auch noch vor, naja gut. Da gucke ich dann auch mal, das müsste dann mit der gleichen Größe hingehen, dass ich dann da jetzt jedes Jahr eine Obstplantage dazu baue. Wird denn so ein rollendes System haben, dass wir immer Obst kriegen. Wenn wir es immer bloß 500 Obst sind pro Plantage, aber wenn wir da vier Plantagen haben, die das machen, dann auch 2000 Obst. Und da sind dann vier Mann mit beschäftigt. Ich denke mal, das sollte sich dann, irgendwann muss das ja hier mal wieder richtig laufen, dass wir da auch ein bisschen auf Vorrat haben und dass da ein bisschen was draus wird. Aus unserem kleinen Hausen hier. So, der Frühlingsbeginn, der zieht sich aber echt hin hier, ne? Dieses Jahr haben wir aber lange Winter. Wie gesagt, mir kommt es ja eh vor, dass wir hier mehr länger Winter haben als alles andere. Obwohl, der Winter sieht natürlich auch schön aus. Habe ich auch richtig Mühe mitgegeben, das so darzustellen, dass das dann alles so Schnee hat und dies und das, ne? Und jetzt noch mit dem neuen Wechseleffekt, ne, zwischen Winter und nicht Winter, da haben sie ja, müssen sie ja irgendwo gearbeitet haben dran. Also das muss ja, das kam mit dem Patch erst, ne? Dazu, dass dieser Wechseleffekt nicht dann auf Fall alles weiß weg, sondern stellenweise kommt noch was Grünes durch und so. Ja, das sieht schon gut aus. Ach guck hier, meine zwei Bauarbeiter, die sind ja völlig nutzlos. So. Was auch immer die jetzt tun, dass sie jetzt sowas zu tun haben, aber sie haben irgendwas zu tun. So, da müssen wir nachher richtig viele Arbeiter, da müssen wir, oh Gott, 7, 9, 12, 13 Arbeiter brauchen wir, 10, ja, hier hätten wir 3, aber die kann ich ja wirklich nicht rausnehmen hier, ne? Ah, gut, Holzkohleproduzenten brauchen wir jetzt ein bisschen. Schmelzer brauchen wir auch, ja, das weiß ich nicht, aber den brauchen wir unbedingt.
Mein besseres Werkzeug wird ja nur schon doch ein bisschen produziert. Einmal haben wir noch, fünfmal liegt noch im Lager wieder. Und wie viel hat er hier hinten noch schon? Da sieht man das Lager nicht. Okay, gut, alles klar. Wir müssen halt nur den richtigen Moment jetzt abpassen hier, dass das denn alles läuft. Und ich sehe schon kommen, dass wir da wirklich jetzt viele, viele, viele Hühner schlachten müssen. Damit sie uns nicht sinnlos verhungern. Mal, ne? Hafer geht. Oh Neige. Oh, komm, du mach doch mal. Jetzt ist schon Frühling und es ist immer noch. Noch nicht sowas. Immer noch Schnee. Immer noch Minusgrade. Wünsche uns Kinder, dass wir wohl hier ein paar Ernten durchkriegen. Sich vielleicht auch noch optimiert. Hier könnte man mal einmal einen Jäger lang schicken, ne, der dann alles mal wegholt. Wir selber spielen, aber Mensch. Hier. Bitte. Lass mich doch, lass doch mal endlich die Temperaturen ein bisschen ansteigen hier. Das ist ja furchterregend. Im Jahr 11 haben wir ja eine, das ist ja, wenn wir das hier, das sieht nicht gut aus. Minus 2 Grad, na jetzt komm, jetzt muss doch mal ein bisschen, jetzt muss doch mal. Hau ab. Kommt doch mal Schneefall dazu, ist auch schön. Eieieiei. Temperatur und Wetter, ja. Ein verdammt langer Winter ist das mal wieder. Mal hier, Hühnerhirtin. Die Züchterin. So, jetzt gehen wir nämlich mal los hier. Das ist einfaches Jagen, ne? So. Kann sie wieder tun, was sie will. Da hinten liegen jetzt Ressourcen rum, die muss ja irgendwann einer mal abholen. Ich denke mal, das wird auch irgendwann mal tun. Das ist aber schnell mal erledigt hier. Haben wir gerade mal hier einen Landstrich entvölkert hier, oder beziehungsweise das ganze Viehzeug runtergeschossen. Nehmen wir einen da raus hier, vielleicht fängt er dann an, das da zu schleppen. Wir werden sehen, was denn da lange liegt, aber ich denke mal nicht. Aber ich würde gerne jetzt hier hoppladihopp meine ganzen Leute mal auf dem Acker schicken können und wir haben immer noch Frühling und immer noch ist es Winter und eigentlich Winter oder beziehungsweise es ist immer noch ganz schön winterlich und kalt und es wird und wird nicht wärmer, meine Herren. Ist recht ärgerlich, sowas. Langsam wachsen die Hämmer auch an. Jetzt kommt Regen 0 Grad. Jetzt geht's langsam los. Jetzt können wir umstellen. So, die hier alle raus, die hier alle raus. 7 Mann da drauf. 2 Mann dahin. 2 Mann erstmal dahin. Dann gucken wir jetzt hier, dann nehmen wir den Schmied aus, den Schmelzer aus. So, dann haben wir alles. Das heißt, wir haben jetzt 3 in der Kohleproduktion, 3 in der Holzproduktion, also Brennholzproduktion und 3 generell in der Holzproduktion. Wir haben jetzt, ja, das sieht ganz gut aus.
Sollte laufen. So, wir haben jetzt auch wieder 136 Steine. Wir haben 170 mal Eisenerz. Das ist auch gut. Wir haben 5 mal Holzkohle und 5 mal Roheisen. Ja. Da sollte was gehen. Das sollte sich jetzt auch aus. Und dann kriegen wir 544 mal. 77 Kartoffeln. Das ist ein interessantes Feld, ne? Das reicht auch aus, ne? Das ist. Ich finde ja die Form von dem Feld finde ich ja besser hier, das quadratische. Da muss ich mal ausmessen, wie groß das ist. Vielleicht hätte ich das denn da oben auch ein bisschen größer noch machen können. Weiß man nicht. Auf jeden Fall ist jetzt der Start in die Landwirtschaft, in das neue Jahr, ist geglückt. Wir haben alles eingestellt. Es regnet natürlich mal wieder in unserem wunderschönen Dörfli. In Hausen. Aber das war eine Folge Life is Feudal Forest Village. Mein Name ist Master Schröder, hier aus T-Game Studio. Mein Name... Gott, er ist verwirrt, er ist verwirrt. Okay, auf Wiedersehen. Das lassen wir lieber. Tschüss.